die erste Übung ist das Sumo-Kreuzheben. Das Sumo-Kreuzheben geht vor allem auf den Rückenstrecker, den Quadrizeps, also den vorderen Bereich der Oberschenkelmuskulatur und unserem Po. Po viel, viel mehr als beim konventionellen Kreuzheben. Zur Ausführung ist Folgendes zu sagen, und zwar wir stehen sehr breitbeinig und unsere Zehenspitzen sind nach außen geführt. Wenn wir uns hinstellen, sollten unsere Schienbeine die Stange schon berühren. Und ganz wichtig ist die Voraussetzung für Sumo-Kreuzheben eine bewegliche Hüfte. Und dass wir in den Oberschenkelinnenseiten gut gedehnt sind. Denn sonst, wenn wir uns nach oben bewegen, werden unsere Knie nach innen kippen. Und dem kann man vorbeugen, indem man die Innenseiten der Oberschenkel gut dehnt und die Hüfte davor mobilisiert mit geeigneten Übungen. Und der Unterschied zu ganz normalem Kreuzheben ist, dass wir zwischen den Beinen greifen und nicht rechts und links außerhalb von unseren Beinen. Unseren Oberkörper bringen wir in eine leichte Hohlkreuzposition, lehnen uns natürlich nach vorne, gehen auch relativ weit nach unten mit unserem Po und dann ziehen wir unsere Schultern nach hinten unten, atmen in den Bauch ein. Dadurch ist gewährleistet, dass wir eine gute Rumpfstabilität haben. Und dann die erste Bewegung ist, wir richten unseren Oberkörper auf. Gleichzeitig strecken wir unsere Beine durch und unseren Po schieben wir explosiv nach vorne. So, die Fehler, die wir dabei machen können, ist, dass eben die Knie nach innen gehen. Das bedarf auch ein bisschen Übung und ist vielleicht am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, die Knie vor allem außen zu lassen. Aber um die Übung richtig auszuführen, müssen wir auf jeden Fall auf die Knieposition achten, dass sie außen ist. So, die zweite Übung, die super für den Po ist und ich euch empfehlen kann, sind die Bulgarian Split Squats. Die gehen vor allem auf die komplette Oberschenkelmuskulatur, die Wadenmuskulatur, bei der Oberschenkelmuskulatur vorwiegend den vorderen Bereich. Hinterer Bereich wird aber auch zum Stabilisieren gebraucht. Dann den Gluteus Maximus, also wieder unseren Po, also geht super auf den Po. Und wir haben jetzt zwei verschiedene Ausführungsarten. Und zwar, Fakt ist, wir brauchen eine kleine Erhöhung, zum Beispiel eine Bank. Oder wir legen uns Gewichte hin, je nachdem, welche Möglichkeiten wir im Fitnessstudio haben. Dann stellen wir uns etwa einen Schritt weit nach vorne vor die Bank hin. Mit dem Rücken allerdings zur Bank gedreht und stellen uns hüftbreit hin. Dann stellen wir ein Bein nach hinten auf die Bank. Wichtig ist, dass wir das Bein wirklich gerade nach hinten führen und nicht, dass das vordere Bein in derselben Linie ist wie das hintere Bein. Dann haben wir zwei verschiedene Ausführungsarten. Und zwar, wir können entweder ein bisschen weiter vorne stehen mit dem Standbein oder weiter hinten an der Bank. Wenn wir weiter vorne stehen, belasten wir unseren Po mehr. So, als nächstes haben wir die Hip Thrust. Das ist eine super, super, super Übung, weil ihr da super viel Gewicht verwenden könnt. Was ihr dazu auf jeden Fall braucht, ist eine Bank, auf die ihr euch mit euren Schulterblättern hinlegen könnt. Und die Bank muss auf jeden Fall stabil stehen und sollte ungefähr so hoch sein, wie eure Knie hoch sind, wenn eure Schienbeine senkrecht zum Boden sind. Dann solltet ihr auf jeden Fall so ein schwarzes, gepolstertes Teil um eure Stange machen, damit ihr euch nicht an den Hüftknochen wehtut, wenn ihr viel Gewicht nehmt. Und bei uns im Fitnessstudio ist es sehr cool, weil wir da so eine Maschine haben, aber optional könnt ihr natürlich auch, um gut unter das Gewicht zu kommen, Hantelstangen unter das Gewicht hinlegen, damit die Stange etwas erhöht ist und ihr dann besser unter die Stange durchsteigen könnt. Ganz wichtig ist, dass ihr bitte etwa schulterbreit steht, also ihr solltet definitiv mit euren Oberschenkeln ein halbes X machen. Eure Knie sollten über euren Fersen sein. Dann solltet ihr euren Bauch anspannen, euren Rücken anspannen, euren kompletten Oberkörper anspannen. Und dann geht ihr in die Bewegung rein. Ihr haltet euch rechts und links neben der Stange fest und geht nach unten. Euer Oberkörper bleibt die ganze Zeit in einer leichten Hohlkreuzposition und verändert sich nicht, egal ob ihr unten oder oben seid. Der Oberkörper hat immer dieselbe Haltung. Und dann drückt ihr euch von unten
mit eurem Po. Ihr spannt unten euren Po an und drückt mit eurem Po nach oben. Und die Fehler, die ihr bei der Übung machen könnt, ist, dass eure Knie nach innen fallen. Also die sollten wirklich die ganze Zeit stabil über euren Fersen sein und nicht nach innen reinkippen. Und der zweite Fehler, der sehr, sehr schlimm ist, wenn ihr den machen würdet, weil der würde total auf euer Kreuz gehen. Und zwar, wenn ihr ganz unten in einem Hohlkreuz seid und dann nach oben drückt und euren Rücken wie einen Rundrücken macht. Das sind ganz typische Fehler, die ich auch sehr oft sehe. Achtet da bitte drauf. Drückt bitte aus eurem Po und nicht aus eurem Rücken. Und dann kann eigentlich bei der Übung gar nichts schief gehen. Jetzt hoffe ich, dass euch die Übung gefallen hat. Gerne könnt ihr unten in der Infobox noch den Bikini-Test machen. Für weitere Infos bezüglich Training und Ernährung auf eure Figur angepasst. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ihr dürft gerne meinen Channel abonnieren, kostenlos. Und ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Screaming till you're breathless, till all the voices drown.